Mein Name ist Nikolai Binner. Seit Jahren versucht man mich zu canceln wegen meiner Comedy. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber ich bin ein hartnäckiger Bastard und seien wir ehrlich, irgendwie auch ein Psychopath. Meine Mission ist es, echte Comedy gesellschaftsfähig zu machen, eine geile Karriere aufzubauen, meine Kindheitsträume zu verwirklichen. Ach und ja, die Welt will ich auch verbessern. Alter, das muss doch irgendwie machbar sein. Manche sind mini, doch manche auch Monster. Player Style, Hingster und ein bisschen nett geredet und schon sind die fette Meinung selbst. So, kannst auch nur in Köln aufhängen, Alter. Maximal, maximal gay. Gay! Café Lounge Köln. So ein Standard-Kackname, aber gute Bewertung. Kannst du dich gleich mal beschweren vorne, wenn wir reinkommen, so. Wie kann man so fucking unkreativ sein? Ja, das ist wie, als ob ich so ein italienisches Restaurant Restaurante Italia nenne. So, Digga, einfach deine Existenz. So, das ist auf jeden Fall der kleinste Obi, den ich jemals gesehen habe. What the Ist das überhaupt Obi? Ja, steht doch da. Das ist einfach nur gerippt so. Ich glaube nicht, dass es in Köln Fake-Obis gibt. So, das ist ja nicht, wir sind ja nicht in Bangkok, Alter. Also, weißt du, als ich in der Mongolei war, da gab es so Boxer, da gab es Apple-Boxer-Shorts. ja, Apple-Boxer-Shorts. Und das Geile ist, wir waren auf so einem schwarzen Markt und die haben da überall so Polizeikappis verkauft halt, ne? Und das Krasse ist, einige Polizisten hatten auch diese Kappen auf einfach so. Ja, statt Walter so Thomas auf der Waffe. Roland, hier, Kaffee Lichtenberg, Kommentar, sehr guter Mokamba-Kaffee. Was ist Mokamba-Kaffee? Hab ich auch noch nie gehört. Me and my brother, Matombo and Mukamba. Ja, das ist einfach das beste Bild. Das ist legendär. So, wir leben des Stars. Die Steigung nach unten. Vor allen Dingen ihr noch so irgendwie so wie so eine Gruppe und ich einfach so 9 Meter am Rand echt wie so ein, weil die einfach wie so ein tschechischer Bauarbeiter. Digga, dieses Bild geht in die Weltgeschichte ein als irgendein Bild. Bruder, mit den Waden kann die auf jeden Fall. Boah, sexy. Achso, ein Wadenfetisch, ja? Mhm, überhaupt nicht. Aber die waren noch knackig und durchtrainiert, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Geil. The Wok. Ja, kennt ihr das? Ja, I think. Jeder muss das tun, was er amazing findet. So. Und jeder Star ist cool. Wenn man ihn lebt. Authentisch. Ja. Ja, exactly. That's right. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. Und it doesn't matter what was die anderen sagen. You understand? So, this is amazing. Das ist amazing. Da ist hier wieder die Nussknackerin mit ihrer Leopardenjacke. Wenn ich mit einer Frau rede oder schreibe, ne, dann ist immer in mir dieser Konflikt zwischen, ich will, dass dieses Gespräch gut verläuft versus ich will rausfinden, was passiert, wenn ich jetzt sage, was mir durch den Kopf geht. Ja. Dann gewinnt eigentlich immer dieser letzte Teil. So. Mm. Weißt du? Wenn ich die Wahl habe zwischen, eventuell riskiere ich das ganze Gespräch, aber ich bringe einfach diesen Spruch jetzt oder ich stelle diese eine Frage, dann gewinnt immer das eigentlich das letzte so. Also wenn ich eine Frau schreibe und ich habe die Wahl zwischen, hey, wie geht's, coole Fotos oder hey, geile Füße, dann gewinnt letzteres. Weißt du, was ich meine? Kennst du Andreas Kieling? Bei Seven vs. Wild wurde der rausgeworfen, okay. bevor er da reinkommen konnte. Also haben die den dann rausgekickt, weil der auf irgendeinem Influencer-Event, wo diese... Affe auf Bike? Die er da irgendwie angetatscht hat. Er hat sie angegriffen. Aber hat auch gefragt, wie ihre verschwitzten Füße riechen und so. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Wenn man einen GTI-Fahrer fragt, wie alt seine Freundin ist. Aua. Der Kameramann ist auch endlich mal auf der Kamera. Was bist du eigentlich für ein Herr der Ringe-Berserker, Alter? Ey, was ist los, Alter? Ich bin eine Frau, ich bin schwanger. Das hier, Roland. Fühlt man sich direkt wohl. Du hast so eine Aura, Bruder, du bist richtiger Weihnachtsmann aus dem Fall. Ich finde das total geil. Nikola, ich muss sagen, ich kannte dich ja gar nicht, ne? Aha. Ich hab alles, seit Corona hatte ich einfach keinen Bock mehr auf irgendwelche komischen Leute. Ja. Und dann habe ich jetzt vor kurzem... Ich hatte keinen Bock mehr auf komische Leute und dann habe ich dich kennengelernt.
Der Pujan. Der Pujan, hi Pujan. Pujan. Wo kennst du Nikolai? Aus der Comedy-Szene. Ja, er ist im Gedächtnis geblieben von den ganzen Comedians, die man so kennenlernt über die Jahre. Ja, ich wurde kurz vor ihm gecancelt, aus ganz anderen Gründen. Ja. Und kurz nach mir ist es bei ihm passiert. Bei mir war es Ende 2018 und dann bei ihm war es so Anfang 20, ne? Wenn er hart ist, dann ist es ungefähr 60,2 cm. Ich bin so was von widerlich und keiner will das hier hören, aber ich will euch den Geist bewachen, weil ich ein Mikrofon hab. Ich bin ein scheiße Mann. Hey, und das flaut mega krass. Das ist der erste Comedian, den ich sehe, der Freestyle-Band. Vor allem, der sich einfach nur durchweg selber disst, Alter. Ein lustiger Fun-Fact, ich kenne viele Rapper, wenn die auf Tour sind und Mic-Check machen, weil die nicht wissen, was die machen sollen, erzählen die Witze. Ja, ach geil, dann genau umgekehrt. Verrückt. Oder was? Ja. Yo, Leute, habt ihr Energie? Ey, das klang richtig verfickt scheiße. Habt ihr Energie? Okay, dann komme ich erstmal nicht auf die Bühne. Und ich will erstmal, weil ich bin ja ein bisschen eitel. Ich habe heute einen Opening-Comedian, einen guten Kollegen dabei. Und wenn ihr mal hier in Köln angehalten werdet von der Polizei, ne, und ihr habt Stress mit denen, ne, dann sagt ihr einfach denen seinen Namen, danach habt ihr noch mehr Stress. Und ich möchte erstmal, dass ihr ein bisschen Lärm macht und Energie rausgibt, weil das ist unsere Währung. Wir brauchen Energie auf der Bühne, wir brauchen eure Liebe, wir brauchen eure Power. Und deswegen möchte ich jetzt mal von euch einen Applaus auf der Stufe von 1 bis 10. Wie klingt eine 5? Okay, okay, wie klingt eine 6? Wie klingt eine 8? Wie klingt eine 9? Und jetzt gib mir mal eine 10! Und jetzt haltet die Energie oben und macht mal Lärm für mein Homie Pujan! Da ich mein geschriebenes Comedy-Material natürlich nicht spoilern will, zeige ich euch jetzt hier von dem Auftritt wieder alle Momente, die spontan waren, Publikumsinteraktion und so weiter, sowie einen kleinen Ausschnitt vom Auftritt von Pujan. Ja, genießt die Show, Film ab. Dankeschön, Köln, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ist auch echt alles anders geworden. Früher war es einfach einfacher, auch schwarz zu fahren. Wenn man jung ist, ist alles einfacher. Kennt ihr diesen Griff in der Bahn? Den kannte ich früher gar nicht. Ich kannte diesen Griff nicht, weil ich brauchte den nicht. Egal wie schief der Bus in der Kurve war, ich war stabil. Wenn man jung ist, war nicht stabil. Immer bin ich so in der Bahn, Leute fallen auf mich drauf in der Kurve. Die so, oh, Entschuldigung, ich so, kein Problem. Ich bin stabil. Jetzt, seit ich 36 bin, das hat auch gehört. Ich hab's einfach aufgegeben. Ich komme in die Bahn, ich greife direkt diesen Griff, ist mir scheißegal. Letztes Mal nach mir ist mir eine ältere Dame eingestiegen, die war so ein bisschen grimmig, dass ich ihr den Griff weggeschnappt habe. Die war so, und ich war so, schauen Sie nicht so grimmig, meine Gnädigste. Ich kenne den Fahrtverlauf, es wird holprig. Ey, warte mal, du warst doch auf meiner Show in München auch, Alter, in der ersten Reihe, oder? Ey, ich hab so ein krasses Gedächtnis, Alter. Du kommst aus der Türkei, ne? Ey, krasser Scheiß, Mann. Ich weiß doch einfach alles, ey. Ist unglaublich. Richtig geil. Geil, geil, geil. Ich bin seit so ein paar Monaten wieder mehr oder weniger Single. Und letztes Jahr, ja, gemischte Reaktion. Manche, oh, manche, wow, okay, ich hab eine Chance. Alles klar. Nur komisch, dass es von einem Mann kam. Aber okay, alles klar, Leute. Meine Frage, wir hatten heute eigentlich eine lange Anfahrt gehabt, so länger als eine Stunde. Du, ja, wo kommst du her? Westerwald, von Montabaur. Westerwald? Ja. Oh, du schöner Westerwald, Eukalyptus vom... Okay. Sehr geil, sehr geil. Was machst du? Justizvollzug. In welchem Gefängnis bist du da? In Dienstrheinland-Pfalz, Langstrafe. Irgendwie... wo Menschen leben, die so einen Akzent haben, da können nicht so viele Kriminelle wohnen in meinem Kopf irgendwie. Weißt du, ich meine so, im Rheinland-Pfalz. Was ist die deutsche Quote da drin? Pi mal Daumen ungefähr 50%. 50%? Wow, ich wusste gar nicht, dass wir so badass sind. Ne? Immerhin, ne? Hab gehört. Wir können doch noch was, ne? Frag mich nach dem Vornamen. Nach deinem Vornamen? Nicht nach meinem, ich bin Udo. Okay, Udo. Ah, frag nicht nach dem Vornamen, ich verstehe. Ja, ja, okay, I get it now, okay. Sonst noch ausgefallene Berufe hier? Fleischereifachverkäufer.
Ah, du machst gern was mit Tieren, so, ne? Das ist so. Okay. Was ist dein Job? Und wie realistisch hältst du das mit dem Stromausfall, mit dem, also dass wirklich gar nichts mehr geht? Gut, weil wenn irgendwas ist, dann werden ja Brownouts passieren, ne? Dann werden die wo passieren? Brownouts, keine Blackouts, sondern Brownouts. Was heißt Brownout? Dass man das regional... Dass nur noch die Nazis Strom haben. Nee. Okay, also was ist Brownout? Das sind deine Hose. Das Regionale, du grenzt das jetzt auf ein Gebiet von 50.000 Kilometer Durchmesser zum Beispiel. Und das war das ja sonst jetzt ja komplett Ausfall. Und das wieder hochzufahren, das ist halt einfach viel, viel heftiger. Ich finde, dass die Überlastung unterlastet halt. Danke, dass du es erzählen willst, aber seit einer Minute habe ich nur noch so Möwengeräusche in meinem Kopf die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Gibt's heute Berliner hier? Seid ihr jetzt extra für die Show aus Berlin hierher gekommen? Nee, mach dir keine Sorgen. Sie wollte nett sein, aber sie hat mich gerade gedisst irgendwie. Weißt du, was ich meine? Berliner. Warum bist du hier in Köln gerade? Oh, ich bin schon lange hier aus der Liebe willen. Nee, ist ja voll schön. Okay, wo kommt ihr her? Steinhagen, die Ecke von Bielefeld. Bielefeld? Ja. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich mache diesen Nein. Nein. Wir machen Comedy mit Niveau hier. Wir reden über Delfine, die Gruppen vergewaltigen und machen keine plumpen Bielefeld-Witze. Okay, jetzt mal ernst gemeine Frage. Wie ist Bielefeld? Weil ich war da noch nie. Komm doch einfach du auf die Bühne gleich. Ich meine, du hast ein Talent für Comedy, du Schlitzohr. Was ist die deiner Meinung nach beste Stadt, in der du jemals warst und warum? Hamburg. Hamburg, okay. Was hat dir daran gefallen? Oh, es gibt kein Vitamin D dort. Am Hauptbahnhof sind viele Obdachlose. Was findest du geil an Hamburg? Ich bin Sozialarbeiterin. Du bist Sozialarbeiterin? Ja, okay. Ja, du gehst dahin, wo die Arbeit liegt, ne? Habt ihr in Bielefeld irgendwie viele Drogenprobleme dort? Ja. Ja? Also du oder die in Bielefeld? Weil es kam sehr überzeugt, ja. Sehr viel. Häufig, fast jeden Abend. Ja? Bereust du es eigentlich manchmal, dass du die Schnauze aufgemacht hast? Nee, Mann. Überhaupt nicht. Also guck mal, Digga, also, guck mal, das Ding ist so, wenn du Comedy machst, ne? Und du... Comedy ist ja so, du willst ja als Comedian das sagen, was du, wo du wirklich Lust drauf... Also stell dir mal vor... Du bist Comedian und dann, also das ist wie so, als würdest du so Schornsteinfeger werden und dann so sagen, ey, ich will auf keinen Fall was mit einem Schornstein zu tun haben. Weißt du, was ich meine? Es geht einfach gar nicht so. Und so würde ich jetzt eine Karriere aufbauen als Comedian, die darauf basiert, dass ich nicht reden kann, worüber ich will. Das wäre keine Karriere, das wäre einfach nur so richtig gut bezahlte Selbstunterdrückung. Weißt du, was ich meine? So, wofür mache ich denn den Scheiß? Ich mache das ja genau deswegen. Deswegen, ich bereue gar nichts und ich weiß auch, der Wind dreht sich, ja. Ich glaube, wir sind jetzt schon gar nicht mehr so unmainstream, wie wir denken, ja. Und ich glaube, es sind wirklich viele, deswegen mache ich mir da nicht so Sorgen. Ich glaube, irgendwann habe ich schon noch meine Karriere und trete nicht mehr in irgendwelchen Kellern auf. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, der dreckigste Joke. Naja, es geht so. Ich habe einen, glaube ich, der ist ganz dreckig, okay. Ich war neulich in einem dieser Kinos, in dem man sich dann runterholen kann. Ihr wisst ja, wie die heißt. Wie heißt die nochmal? Cinemax, genau. Ja. Nee. Also man kann sich einen runterholen. Ich weiß nicht, ob man es darf. Bist du Single? Ich frage nicht aus Interesse, sondern einfach nur aus Fragen. Also schon aus Interesse, aber ich bin jetzt, also... Du bist einfach eine andere Generation in die falsche Richtung, weißt du? Also, von mir, mein Name ist Nikolai Binder. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, also pass auf, er will jetzt einen Joke erzählen von Jimmy Carr.
Afrika bloß mehr Moskitonetze hätte, ja? Ja. Dann könnten wir dafür sorgen, dass Millionen, Millionen unnötige Moskitos nicht an AIDS sterben. Okay, der ist geil. So. Aber ich kenne aber der hätte ihn besser gebracht. Aber, ja, 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 natürlich. Ja, ja, ist ja klar. Aber der ist geil. Das ist ein geiler Joke, Alter. Er ist mein bester Freund, Digga. Wie heißt er nochmal? Nein, er ist Moses. Moses, wie der Mann, der das Meer geteilt hat. Ja. Fühlt sich das Promi an eigentlich so jetzt so? So vor hunderten Menschen? Wie fühlt sich das an? Bruder, es geht so. Ich fühle mich immer noch nicht wie ein Promi, ehrlich gesagt. Also Nightwash und so, kommt nicht, ne? Nein, nein, nein. Gott ist gut. Wenn Gott möchte, dass du erfolgreich wirst, dann bist du erfolgreich. Auf jeden Fall. Amen. Das ist ja schon mal Amen. Und außerdem ey, du hast krasse Leute hier. Du bist so C-Promi. Nee, okay. E-Promi. Oder? Ja, ja. Nee, nee. Ich bin so. G-Promi, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin so X-Promi. Also ich hab Leute mit Kamera und es sieht dann promi-mäßig aus. Auch, Alter. Geile Show. Richtig gute Show. Danke, Mann. Es tut so gut, mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen, weißt du, jeden Tag nur dritter Weltkrieg. Ja, ja, klar. Weltuntergang. Ja, ja. So, und dann mal ein bisschen wieder, du bringst so eine geile Lockerheit rein. Danke. Danke, Mann. Feier ich. Schön, dich auch zu sehen. Danke, ja, freut mich auch sehr. Gute Energie noch. Das war fucking geil. Po hat sehr geil geopend. Ja, was willst du sagen, Walt? Eine geile Show. Dieser Kameramann, der da wie heißt der? Art. Art. Art, einfach der Art. Beste. Einfach Digga, der Beste. Einfach so ein Wikinger-Zwerg ist auf einmal hier reingekommen. Digga, einfach mit einer positiven Energie, als wäre der so als hätte er echt vorne noch so seinen Schwanz in die Steckdose gehalten. Es war einfach cool, es hat alles gepasst heute. Ja, und jetzt baller ich mir noch so eine Fassbrause. Ja. Gute Nacht.